Der Flüchtlingspakt geht eben konkret um die Frage, wie Flüchtlinge, die aufgrund von Bürgerkrieg ihr Land verlassen mussten, behandelt werden. Und wir haben im Jahre 2014, 2015 erlebt, dass die Möglichkeiten der Vereinten Nationen zu begrenzt waren. Deswegen haben sich ja viele Menschen aus den Flüchtlingslagern Richtung Europa in Bewegung gesetzt. Und wir wollen, dass die Flüchtlingspolitik der Vereinten Nationen auf breitere Schultern abgesichert wird, dass viele Nationen daran mitwirken und dass wir das in einer geordneteren Form hinbekommen. Deswegen ist dieser Pakt wichtig für Deutschland. Das ist kompletter Unsinn. Es gibt weltweit verbindliche Regeln für die Behandlung von Flüchtlingen im Rahmen der Genfer Flüchtlingskonvention. Es geht darum, dass wir die dadurch verbundene Verantwortung auf breitere Schultern legen, dass wir dafür sorgen, dass der Zustand, wie wir ihn 2014, 2015 hatten, nämlich dass das Welternährungsprogramm und das UN-Flüchtlingshilfswerk nicht genug Geld hatte, dass wir solche Situationen vermeiden, denn das hat damals tatsächlich dazu geführt, dass viele Menschen sich Richtung Europa auf den Weg gemacht haben. Es gibt eine Vielzahl von Antworten der Bundesregierung auf Anfragen der Abgeordneten und der Hohe Kommissar der Vereinten Nationen für Flüchtlingsfragen war im Deutschen Bundestag, hat vor dem Haushaltsausschuss, wo übrigens ein AfD-Politiker Vorsitzender ist, über den Stand der Beratung zum Flüchtlingspakt berichtet. Auch hier ist es eine Legende. Im Gegenteil, ich glaube, dass die Mitwirkungsmöglichkeiten der Abgeordneten sowohl am Migrationspakt als auch im Flüchtlingspakt wirklich umfassend waren. Man musste die Gelegenheit nur wahrnehmen.